Hallöchen, ich weiß nicht, wie ich das jetzt anfangen soll, dieses Video. Es ist ein ganz neues Format, es ist vollkommen ungeskriptet und die Idee dahinter ist eigentlich erstmal, naja, mal schauen, was daraus wird. Aber manchmal muss man vielleicht auch irgendwie frischen Wind reinbringen und die Alternative zu den neuen Podcasts, die sollte vielleicht mal wieder etwas, ja, vielleicht etwas sein, wo man ein bisschen improvisieren kann, wo es ein bisschen menschelt, wo es nicht so fachlich ist. Und deswegen gibt es einmal die Woche Videos darüber, wie ich mich auf meine Projekte vorbereite und ja, wie der Verlauf so ist und wie mein Training so läuft und was ich sonst noch so mache und was für Touren ich dabei unternehme und warum ich diese Touren unternehme und möchte das Ganze am Ende einer Woche einfach mal so wie heute, an diesem Sonntag, ein bisschen, ja, begleiten und wir können uns darüber austauschen und vielleicht ist der ein oder andere spannende Sache für euch dabei. Grundsätzlich ist es so, ich bin seitdem ich Corona hatte, bin ich wirklich lange raus aus dieser ganzen Sportwelt. Mir ging es lange Zeit sehr schlecht. Ich war zuvor auch schon mal krank. Also ich hatte Corona-Episoden im Prinzip. Davor hatte ich eine Grippe, dann hatte ich die Sommergrippe. Der Sommer lief für mich alles andere ist gut, er lief für mich äußerst schlecht gesundheitlich. Ich hatte Probleme mit der Ferse, ich hatte Probleme mit dem Ellenbogen, mit dem Finger. Ich hatte dieses Jahr die Fingerverletzung. Dieses ganze Jahr lief schlecht für mich. Und meine Konsequenz ist jetzt, dass ich das ändern möchte und dass ich jetzt wieder durchstarten will und dass ich diesem frischen Wind, den ich jetzt seit den letzten Wochen so ein bisschen, auf dem ich so ein bisschen herumreite, den möchte ich jetzt auch nochmal in was Handfestes verpacken und zwar in ein neues Format, um mich auch selber so ein bisschen dazu zu zwingen, jede Woche etwas zu tun, was spannend genug ist, um hier darüber zu reden, um etwas zu erzählen zu haben und auch um etwas zu zeigen und auch meine Fortschritte zu zeigen. Und deswegen seid ihr quasi jetzt auch so ein bisschen meine Kontrolleure. Ich möchte also jede Woche darüber reden, wie mein Werdegang zu neuen Kletterwettkämpfen oder auch zu neuen Expeditionen und Co. so läuft. Ich habe mich deshalb auch, damit ich quasi aus meinem Sommerblues oder aus meinem Blues generell rauskomme, jetzt einfach mal auch gleich mal für zwei Expeditionen angemeldet. Oder was heißt angemeldet, aber ich organisiere halt gerade zwei Expeditionen. Außerdem möchte ich auch an den nächsten Hobbywettkämpfen im Klettern wieder teilnehmen. Und das sind alles sehr ambitionierte Ziele und ich will nirgends gewinnen und der Allerbeste werden und sonst was. Aber es ist ein guter Antrieb persönlich für mich, so wie andere Leute sich vielleicht für einen Marathon anmelden, um dann ein bisschen mehr Motivation fürs Training zu verspüren. Zu weiteren Details, da werden wir einfach in den folgenden Wochen vielleicht noch ein bisschen zum Quatschen kommen. Was ich euch heute zeigen kann, ist jedenfalls, dass meine Woche schon relativ müde und schlecht angefangen hat. Ich war am Montag nach dem Aufwachen fertig mit der Welt, denn das Wochenende zuvor war ich viel klettern und bouldern und sonst was. Und das war alles eine mordsanstrengende Geschichte, das ganze Wochenende im Prinzip. Am Montag war ich durch und deswegen ging es mir am Montag nicht so recht gut und am Dienstag ging es mir nicht so recht gut und deswegen habe ich an den ersten zwei Tagen, die ich eigentlich aufzeichnen wollte, schon mal nichts gemacht. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig tolle Sache, denn es zeigt erstmal, wie mit was für großen Erwartungen man in Sachen rangehen kann und dann gleich am Anfang wird man wieder mal so ein bisschen zurückgestuft. Jedenfalls ging es dann am Mittwoch ging es dann weiter mit meinem ersten Lauf. Das war jetzt sozusagen die Einleitung in diese ganze Trainingsphase, die ich jetzt brauche. Und die Trainingsphase mixt sich jetzt immer ein bisschen mit Klettern und mit Bergsteigen und mit Laufen, damit ich quasi genug Grundlagenausdauer habe für die Expedition, aber auch stark genug bin, um bei Hobbywettkämpfen dann beim Klettern mitmachen zu können. Und insgesamt, dass sich daraus so eine ganz nette Mischung ergibt. Und deswegen ging es am Mittwoch mit einem Zone 1 Lauf gleich mal los für ungefähr, weiß ich gar nicht mehr, 9,5 Kilometer oder sowas. Habe ich natürlich mein Handy vergessen und natürlich meine GoPro vergessen. Ich konnte diesbezüglich nichts filmen, was sehr, sehr schade ist. Deswegen können wir den Tag gleich mal überspringen und auch den Donnerstag können wir eigentlich gleich mal überspringen, denn auch hier habe ich vergessen, die Kamera mitzunehmen. Da waren wir in der Kletterhalle zum Klettern. Da habe ich mich an einigen Routen abgerackert und festgestellt, dass ich doch recht schwach bin. Sehr schwach. Aber gut, das kommt alles hoffentlich wieder in diesem Sinne, mein Gott. Und jetzt kann ich euch aber noch ein bisschen was zeigen. Am Freitag war ich nämlich dann mit einem von euch tatsächlich unterwegs auf die Lamsenspitze. Das war eine sehr, sehr schöne Tour. Das war so eine klassische Tour, um mal wieder reinzukommen in das Ganze, um auch in das Bergsportspiel wieder ein bisschen reinzukommen. Ich habe mich nicht extrem angestrengt, aber es war halt ein gemütlicher Zustieg und eine gemütliche Tour mit viel Klettern und mit einem langen Abstieg. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und war eine sehr, sehr schöne Tour. Und das war aber mal wieder so ein richtig schöner
Anfang, so ein richtiger schöner Startschuss auch fürs Bergsteigen. In der letzten Zeit bin ich sehr, sehr wenig dazu gekommen und deswegen ist es eigentlich für mich wichtiger, jetzt mal wieder reinzukommen und wieder anzufangen und meine ersten 1000, 2000 Höhenmeter im Aufstieg so zu bewältigen und dadurch vielleicht dann auch wieder so ein bisschen den Kick dafür zu finden, weiter zu trainieren. Und das habe ich dann am Samstag nicht gemacht, denn am Samstag war ich dann halt auch wieder ein bisschen müde, nachdem ich Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag schon was gemacht habe. Und dann gibt es mal auch mal einen Pausetag, wenn man gleich so intensiv anfängt. Dann ging es erst am Sonntag wieder weiter, heute nämlich mit einer nächsten Tour. Da war ich im Kaisergebiet unterwegs, wie man auch hier gerade nicht gerade schwer erkennen kann. Und das war auch eine sehr schöne Tour, auch eine Trainingstour, auch auf einer wahnsinnig niedrigen Intensität, einfach um wieder diese ganze Grundlagenausdauer, die ich mal hatte und jetzt wieder verloren habe, einfach wieder aufzubauen und einfach nicht irgendwie in das Thema Geschwindigkeit zu kommen. Aus dem Trailrunning bin ich eigentlich großteils raus. Mich interessieren jetzt gerade mehr diese Ziele wie die Expeditionen, die ich vorhabe und auch das Wettkampfklettern. Aber bezüglich Expeditionen, ihr wisst das, ihr kennt das von mir, zumindest die, die schon länger dabei sind. Ich gebe ja sehr wenig Preis über meine Touren, die ich sonst so privat mache oder die größeren Projekte zumindest. Aber ihr könnt mir natürlich trotzdem gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Idee habt, wo es vielleicht hingeht. Also ich kann das Ganze vielleicht für die Kenner und Könner unter euch, kann ich ja sagen, eine findet im kommenden Jänner statt, also im Januar, und eine im Juli, insofern vielleicht gibt euch das ja einen Anhaltspunkt, wo es denn hingehen könnte, wo Expeditionen im Januar und im Juli eigentlich gut funktionieren und gut gehen könnten. Das würde mich interessieren, ob ihr da vielleicht ein paar Ideen habt. Aber wie gesagt, ich werde dazu nicht viel preisgeben. Zu der Jänner-Expedition wird es tatsächlich einen Film geben, denn da geht es um was anderes. Da geht es dann eigentlich nicht so sehr um den Berg selber, sondern um was anderes dort. Zu der Juli-Geschichte wird es wahrscheinlich nie was geben, aber ich lese mir trotzdem gerne eure Vorschläge und Gedanken und Ideen dazu durch. Und was das Klettern betrifft, naja, was Kletterwettkämpfe betrifft, war ja Corona eine sehr arme Zeit. Also, na klar, die Profis durften, aber ich bin ja weit weg davon, jetzt ein wirklicher Profi zu sein. Ich bin einfach nur ein begeisterter Kletterer und deswegen, ja, die Hobbywettkämpfe wurden natürlich ständig abgesagt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Corona erinnern könnt, aber das war eigentlich immer eine ziemlich traurige Geschichte. Jetzt möchte ich halt auch wieder da rein, weil die finden jetzt mittlerweile wieder statt und da möchte ich dann auch hinreisen und möchte da auch so vielleicht einfach teilnehmen. Gewinnen ist sowieso immer ein bisschen illusorisch oder vielleicht auch weit weg oder auch nicht, wer weiß es, aber hauptsächlich mache ich das, weil es einfach Spaß macht, manchmal auch in einer Competition zu klettern. Das ist einfach was ganz was anderes, als wenn man einfach so in die Halle geht. Das ist im Prinzip der Inhalt der nächsten Monate. Wenn es euch interessiert, dass man vielleicht gemeinsam einfach auf Touren geht oder ich nehme euch gerne, wie ihr seht, auch einfach mit ein bisschen auf die Touren, in Zukunft auch ein bisschen kommentierter aus den ganzen einzelnen Touren und Trainings heraus und so weiter. Ich werde, wenn es nicht mehr so sehr um erklären, was das hier eigentlich ist, geht, werde ich auch gerne ein bisschen mehr über die ganzen Probleme und die Tiefs reden. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch alle ein bisschen klar damit umgehen können, dass es einfach unter jedem auch noch so tollen, vielleicht Bergsportler und Alpinisten und den YouTubern und den Instagram-Leuten oder was weiß ich, dass es da einfach sehr viele Probleme auch immer wieder mal gibt, dass es einfach Herausforderungen gibt, Rückschläge. Und ich finde, gerade dafür sollte man so ein Format nutzen und das genau dafür nutzen, dass man hier einfach ein bisschen Offenheit schafft, ein bisschen Klarheit. Ich werde sehr ungeschont über meine Trainings reden, ich werde sehr ungeschont über meine Vorbereitung reden. Ich werde euch gerne in Expeditionsvorbereitungen mitnehmen, in vielleicht die ein oder andere Shoppingtour, die dafür notwendig sein wird. Keine Ahnung, wir werden sehen. Das ist ein Format, das ich auf mich zukommen lassen möchte. Wenn euch sowas gefällt oder wenn ihr Lust auf sowas habt, schreibt auch mir gerne in die Kommentare, wie ihr sowas finden würdet, so ein Format. Das ist jetzt ja quasi erstmal nur ein Pilot sozusagen, um das Ganze anzukündigen. Ich werde dann auf jeden Fall nochmal die zweite Woche dranhängen. Und wenn euch das Ganze zusagt oder ihr das interessant findet, ja, dann schreibt mir das in die Kommentare und dann wird das dementsprechend auch fortgesetzt. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und ja, bis zum nächsten Mal. Berghai! Übrigens, diese Kappe, die gibt es bei alpenacademy.at unter dem Reiter Shop und dann Merchandise.